da war jetzt der Artenkongress hier in Bonn. Ja. Und viele Arten sterben aus, immer mehr. Und ich finde, wir sollten einfach auch jetzt mal die Leute entscheiden lassen, welche Arten überhaupt weg können. Weil man braucht ja auch nicht wirklich jede Art. Man merkt es ja oft danach. Das ist es so, ja. Erst wenn sie weg ist, dass man sie gar nicht gebraucht hat. Ja, oder dass man sie gar nicht kannte. Auch das. Ja, deswegen machen wir das hier wie auf einem ganz normalen Parteitag. Wir lesen die Art vor und die sagen einfach weg oder bleibt. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Nun fange ich gerne an. Gut. Wir fangen mit den Tieren an, ein kurzes Weg oder auch, oh, kann ruhig bleiben. Taube. Oh, das ist aber hier. Heuschrecke. Hinch. Moment, wir meinen das Tier. Ja. Nicht unseren Arbeitgeber. Nein, aber wir sind bei den Öffentlich-Rechtlichen, nicht bei den Privaten. Ja, aber wer sind die Öffentlich-Rechtlichen? Das weißt du ja auch nie, wer dahinter steckt. Ja, zack, gekauft. Von wem? Man hört so einiges. Was denn? Habe ich vergessen. Richtig. Okay. Wie sieht's ganz aus? Kurz mal. Nee, machen wir gleich. Ja. Okay. Was mit Hähnchen? Nein! Ja, das kann bleiben. Das kann man ja auch essen. V? Nein! Bleibt. Elster? Nein! Wobei ich hat der Spengemann reingerufen. Ich muss sagen, ich sehe ihn gern. Ja. Wen? Den Spengemann. Frank Elster. Frank. Am besten gefällt er mir, wenn er gesingt mit seiner Zwillingsschwester Hannelore. Frank und Hannelore Elster. Habe ich alle Platten. Alle. Ja. Alle. Was ist mit dem weißen Hai? Hallo, nicht müde werden hier. Ja. Zebra? Oh, bleibt wohl. Schäferhund? Ah, bin ich ganz verstanden, aber Zecke? Wieso das denn? Bei Zecke ist immer sozusagen das Schöne, was übrigens auch eine schöne Überleitung wäre zu dem Roman Feuchtgebiete, ist der Kopf noch drin. Weil, muss man aufpassen, wenn man es rausdreht, dass der Kopf mit rauskommt. Da müssen Sie wirklich aufpassen, wenn Sie ihn rausdrehen, ja, dass der Kopf mit rausgeht, sonst gibt es eine Infektion. Und das kann unschöne Nebenwirkungen haben. Also ja. Das heißt Nebenwirkung, Hauptwirkung. Hirnhautentzündung. Zum Beispiel. Fachausdruck? Meningitis. Das wäre eine Frage für Jauch. Für Wer wird Millionär? Ja. Sind wir mal gespannt. Nachtigall? Was? Bleibt? Bleibt, wegen des Liedes auch. Natürlich. Welches Lied? Na, hörst du die Nachtigall draußen singen? Altes Volkslied. Kakerlake? Nee. Hallo. Wir sind ein Einwanderungsland. Ja, aber das ist doch ganz. Entschuldigung. Hallo, es ist doch völlig klar. Es ist doch völlig klar. Es ist auch völlig klar, dass wenn Menschen zum Beispiel aus Afrika oder aus heißen Gebieten kommen und bringen ihren Hausstand mit und ihre Traditionen voller Kisten, das kennt doch jeder vom Frankfurter Flughafen, ist plötzlich eine Schlange bei den Bananen oder eine Spinne im Gemüse und so weiter. Und übrigens, wenn das mit der Erderwärmung so weitergeht, haben wir diese ganzen Tiere hier alle bei uns, auch Malaria und so weiter. Müssen wir in die Tagesschau reingucken. Da können wir uns langsam dran gewöhnen. Das ist eine Kakerlake an sich, ist ein Tier wie jedes andere. Und schmeckt ja auch gut. Ja. Eisbär? Nein. Hallo, dass wir den überhaupt zur Debatte stellen. Igel? Nein. Oh, wie süß. Igel bleibt? Igel bleibt. Hm. Aber nicht, wenn mein Hund in der Nähe ist. So. Kaninchen? Nein. Och, Pudel? Nein. Hey. Richtig. Okay. Delfin? Nein. Oh ja, Qualle? Nee. Hm, müssen Sie sich bei RTL auch was überlegen. Katze? Nee. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was denn? Jetzt geht's los. Ja. Blutegel? Nee. Meerschweinchen? Nee. Na, bleibt er weg. Pferd? Nee. Ah. Iltis? Nee.
hat man immer noch eine Ausrede zu Hause. Fledermaus. Oh, ja, klar. Dackel. Oh, weg der Dackel. Fliege. Auch nur da das Tier natürlich. Frosch. Wildschwein. Und bleibt sogar. Karpfen. Bleibt. Karpfen bleibt. Karpfen ist das Tier, was den meisten Dreck verarbeitet, habe ich mal gelesen. Unter den Fischen. Also bleibt. So eine Art Filter. Und ein traditionsreiches Weihnachtsessen für Heimatvertriebene. Da passt das also ich meine hier. Jetzt Deutsch, also wie soll man sagen, aus dem deutschen Osten. Wir sind ja mittlerweile von Migrationen sozusagen weltweit ist es ein Thema, was uns befasst. Aber ich meine, was man früher abfällig Rucksackdeutsche genannt hat. Filzlaus. Krähe. Vincent Raven, mein Gott. Mücke. Schaf. Na klar. Kein Gag zu Werder Bremen? Nee, gut, weiter. Wellensittich. Nein. Ja. Spinne. Nein. Was, Spinne weg? Ja, das sind die Frauen. Ich Spinne. Wirklich? Ja, ja. Aber wieso? Spinnen sind doch irgendwie wahnsinnig wichtige Tiere. Diese Netze und so und sehr wichtig für den ökologischen Haushalt. Ja, aber sind unangenehm, wenn man sie im Haus hat. Ja? Ja. Ziege? Muss ich nicht ins Haus lassen. Gibt ja Parkplätze. Kein Gag auch zu Gladbach, um das auch gleich in den Mund zu hängen. Und als letztes der gute alte Rottweiler. So. Wie sieht's aus? Da ist viel weg. Ja. Aber meine Damen und Herren, es gibt Gefahren, von denen wir bisher nichts wussten. Und auf eine Gefahr, auf die uns heute Mittag die Weltgesundheitsorganisation The WHO aufmerksam gemacht hat. bitte, richtig. Alles klar.